Und ihn bitten wir um seine Vergebung, die unermesslich ist, liebe Geschwister, die mit nichts in dieser Welt zu erkaufen ist. Und in den letzten Tagen bitten wir ihn wohl noch mehr um Vergebung. Denn wir wissen, dass die Schayatin gefesselt sind, dass die Satane gefesselt sind. Das heißt, das, was wir jetzt an schlechten Taten und schlechten Gedanken in uns hegen, das kommt nicht von den Provokationen, von den Einflüsterungen der Schayatin, sondern dies kommt von unserem schlechten Selbst, was wir in uns selbst an Schlechtem erzogen haben. Das meldet sich jetzt. Deswegen bitten wir Allah Ta'ala noch mehr um Vergebung nach dieser Erkenntnis der letzten Tage. Und wir suchen Schutz und Zuflucht bei ihm vor dem Übel, was in uns selbst ist und vor dem Schlechten unserer eigenen Taten. Ich bezeuge, dass es nichts Anbetungswürdiges gibt außer Allah, dem Erhabenen und Majestätischen, einzig und allein, im Wissen, dass wen Allah recht leitet, dass diese Person nicht in die Irre geführt werden kann, und im Wissen, dass wer in die Irre geht, von niemandem außer Allah Ta'ala rechtgeleitet werden kann. Al-Hadi, der Rechtleitende. Ich bin mir sicher, liebe Geschwister, dass wenn ich das Buch 7 Wege zur Effektivität von Stephen Covey erwähne, werden einige nicken, werden sagen, ja, das Buch, das bin ich durchgegangen. Die Geschwister insbesondere, die Wirtschaft studieren und sich mit dem Thema Selbstmanagement, Management, Zeitmanagement auseinandersetzen oder einfach gewöhnliche Menschen, nicht, dass jetzt Wirtschaftsstudenten ungewöhnlich wären, aber ihr wisst, was ich meine, die dieses Buch empfohlen bekommen haben. Es ist das bestverkaufte Buch zum Thema, immer wieder neu aufgelegt, immer wieder verbessert. Wobei korrekt zu sagen ist, dass das beste Buch des Selbstmanagements natürlich der Koran ist. Aber wir reden von einem Buch, was von einem aus Menschenhand stammt. Ja, und das ist, wie gesagt, das meistverkaufte ist zumindest das Buch von Stephen Covey. 7 Wege zur Effektivität. Jetzt habt ihr gehört, das ist das in der Szene meistgelesene Buch und das meistverkaufte und das meist überarbeitete. Jetzt fragt ihr euch, was sind diese 7 Wege zur Effektivität? Eines, liebe Geschwister, von diesen 7 Hauptbausteinen des Buches ist, die Säge schärfen. Die Säge schärfen. Und dieses Kapitel beginnt mit einem Bild. Beginnt mit einem Holzfäller, der sich ermüdet beim Bäumefällen. Dann kommt jemand zu ihm und sagt, warum schärfst du nicht deine Säge? Dann hast du weniger zu tun. Und die Person sagt, ich habe dafür keine Zeit. Dafür keine Zeit, ich bin zu beschäftigt. Und ich sage euch, liebe Geschwister, dieses Buch ist deswegen so erfolgreich, nicht weil es mit Neuem kommt. Das betont auch der Autor selbst. Er hat lediglich einige Dinge zusammengefasst, die alltäglich und natürlich sind und die in verschiedenen Kulturen auch vorfindbar sind und in verschiedenen Religionen. Das betont der Autor. Das heißt, er spricht etwas Menschliches, etwas Natürliches an. Und so verwundert es nicht, liebe Geschwister, dass da wir die Schöpfung von Allah sind, dem Erhabenen, dem Majestätischen, derjenige, der seine Schöpfung gut kennt, dass das, was die Menschen an diesem Buch fasziniert, muss auch irgendwo im Islam verankert sein. Ganz normal. Wenn es menschlich ist, wenn es zur Fitra gehört und Allah Ta'ala den Menschen mit dieser Fitra erschaffen hat und ihm die Rechtleitung gegeben hat durch die Offenbarung, durch das Entsenden von Propheten, dann wird er eben dieselben Sachen auch angesprochen haben. Und jetzt frage ich euch rhetorisch, was ist dieses Element der Sägeschärfen im Islam?
in den gottesdienstlichen Handlungen. Der Monat Ramadan ist ein Monat, wo man sich aus der Dunya zurückzieht. Ein Monat, wo man sich Allah Ta'ala mehr und mehr widmet. Wo man sich mehr und mehr in die Moscheen begibt. Wo man sich den Worten Allah Ta'alas widmet. Und damit es leichter fällt, werden die Gewohnheiten umgekrempelt. Unser Schlafrhythmus, unser Aktivitätsrhythmus, unser Essensrhythmus, ja? Unsere Energielevel, ja? Dieser Monat bedeutet für uns alle ein wenig Umstellung. Manchmal sind wir auch so ein bisschen verpeilt, ja? Kennen wir alle. Aber damit wir rauskommen aus unserer Dunya, weil ansonsten wären wir niemals rausgekommen. Wir hätten immer weitergemacht und wären schlimmer geworden, hätten die Reue aufgeschoben und hätten diese Schublade, jeder hat so eine Schublade in seinem Bewusstsein oder Unterbewusstsein, das sind die Themen in meinem Leben, da renne ich davor weg. Die verdränge ich. Da will ich nicht drüber nachdenken. Und jeder kennt das auch in der Familie. Oh, Papa darf man nicht auf dieses Thema ansprechen. Dann gibt's große Probleme. Oder Mama darf man nicht drauf ansprechen oder wen auch immer. Ja, das sind diese sensiblen Themen, wir versuchen sie zu vergessen, zu verdrängen, aus dem Weg zu gehen, dass sie sich irgendwie so auflösen. Und was passiert? Wie wenn wir im Handy gewisse Funktionen anmachen, die laufen im Hintergrund, die benutzen wir vielleicht gar nicht, aber die ziehen Energie und der Akku wird leer. Liebe Geschwister, dieser Monat ist im Speziellen dazu da, sich von der Dunya zurückzuziehen, von der wir niemals hätten weglaufen können, aufgrund unserer Schwäche. Wir hätten uns immer weiter hineingesteigert, hätten immer mehr diese Schublade verdrängt. Aber dieser Monat macht diese Schublade auf. Brauchst keine Angst zu haben, die Shayatin, sie sind gefesselt. Und Allahs Rahma ist mehr und mehr zugegen, seine Unterstützung. Und er fordert dich auf, bittet mich und ich werde eure Bitten erhören. Subhanallah, liebe Geschwister, dieser Monat ist mit dem Koran verbunden worden. Schauen wir uns an, wie die Prophetengefährten sich mit dem Koran beschäftigt haben. Omar, möge Allah Ta'ala mit ihm zufrieden sein, ich meine, dass er 4 Jahre dafür gebraucht hat. Wenn es nicht 4 Jahre waren, dann waren es 8 Jahre. Allah weiß es am besten. Um die Surat al-Baqarah auswendig zu lernen. Omar ist einer der intelligentesten Araber seiner Zeit gewesen. Konnte in der Zeit vor dem Islam bereits lesen und schreiben. Und als quasi Jugendlicher war er bereits Richter unter den Quraysh gewesen. Und wir wissen, dass bei den Arabern diese Kultur des Wertes, des Alters dominierend ist. Da kommt nicht einfach mal so ein Jugendlicher und richtet. Und er war einer der sprachbegabtesten Araber gewesen. Und er war einer der gottesfürchtigsten Prophetengefährten gewesen und alle waren gottesfürchtig gewesen. Warum hat er 4 Jahre gebraucht, liebe Geschwister? Für knappe 40 Seiten, die, wenn man geübt ist, in einem Monat abschließen kann. Subhanallah, liebe Geschwister, es gibt arabische Muttersprachler. Allah Ta'ala hat ihnen einen Fath gegeben. Man sagt, Fath Allahu alayhi. Allah Ta'ala hat ihm eine Eröffnung gegeben. In 30 Tagen den gesamten Koran auswendig gelernt. Natürlich, das sind Karamat, das sind Besonderheiten, die Allah Ta'ala besonderen Dienern gibt. Aber nur, um euch ein Bild zu geben davon, dass wem Allah Ta'ala es leicht macht, so vermag einer, der ein Muttersprachler ist, das Buch Allah Ta'alas in 30 Tagen auswendig zu lernen. Und die durchschnittlichen Programme in den Universitäten und Koranschulen in der islamischen Welt, ungefähr 2 Jahre. Ja, 2 Jahre, manche 3 Jahre, je nachdem. Jetzt fragen wir uns also, warum hat Omar 4 Jahre gebraucht oder 8 Jahre gebraucht? Und sein Sohn Abdullah, der bekannt ist,
buchstäblich in den Fußstapfen des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam zu folgen. Und der auch etwas strengerer Natur war, wie Imam al-Dhahabi überlieferte. Dass er oft das auf sich nahm, im Rahmen des Mehrdeutigen, was mehr Erschwernis mit sich brachte. Und Ibn Abbas, möge Allah ta'ala mit beiden zufrieden sein, er war mehr derjenige, der im Rahmen des Mehrdeutigen das Erleichternde bevorzugte. Abdullah ibn Omar, wie lange hat er gebraucht, im Al-Baqarah auswendig zu lernen? Die Hälfte der Zeit. Die Hälfte der Zeit. Wie kann das sein? Liebe Geschwister, weil sich die Prophetengefährten mit dem Koran auf folgende Art und Weise, wie in den authentischen Hadith-Büchern überliefert ist, beschäftigt haben. Sie haben eine Portion aus dem Koran. Man sagt nicht kleine Portion, man sagt kurze Portion. Weil am Koran ist nichts klein. Also 5 Ayat, 10 Ayat. Sie haben sie auswendig gelernt. Das ging ziemlich schnell. Das ging ziemlich schnell. Dann haben sie sich bemüht, dies zu verstehen. Da muss man manchmal nachhaken. Ibn Mas'ud beispielsweise, er hat darauf geschworen, dass er zu jedem einzelnen Vers des Korans weiß, wann, wo und zu welcher Situation der Vers herabgesandt wurde. Dieses Wissen hat nicht derjenige, der einfach nur den Koran auswendig lernt. Da muss man also viel, viel an Forschung betreiben. Und nachdem sie verstanden haben, was sie auswendig gelernt haben, haben sie versucht, danach zu leben. Und bis sie nicht danach gelebt haben, liebe Geschwister, sind sie nicht zu der nächsten Portion des Korans, zum nächsten Abschnitt des Korans übergegangen. Und wir wissen, dass die erste Generation die arabische Sprache in ihrem Blut hatte. Die hatten keine Grammatikbücher gehabt. Die hatten dieses natürliche Gefühl für die Sprache. Es war eine Hochkultur gewesen. Die Araber haben ansonsten nichts anderes gehabt, liebe Geschwister. Die haben kein PlayStation gehabt, die haben kein Internet gehabt, die haben keine großen Ablenkungen gehabt. Da war wortwörtlich Wüste gewesen. Aber die Sprache war ihre Poesie. Die Sprache hat ihnen Farbe ins Leben gebracht. Die Sprache hat ihnen Farbe ins Leben gebracht. Das heißt, wenn sie 3-mal am Tag in der Moschee waren, zu einem lauten Gebet, morgens und abends und nachts, was ist passiert? Sie haben den Koran verstanden. Sie haben ihn verstanden. Und im Ramadan, ja, die Moscheen, die versuchen, dass man den Koran komplett im Tarawih-Gebet durchnimmt, die machen das ja deswegen, weil der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam von Jibril alaihi salam jährlich im Ramadan Besuch bekommen hat, damit Jibril und Muhammad sallallahu alaihi salam auf Jibril, dass sie ja den Koran miteinander nochmal durchgehen. Und im Jahr vor seinem Tod oder im Jahr seines Todes, und die Sunna ist lebendig, ging Jibril alaihi salam mit dem Propheten Muhammad, Allahs Segen und Frieden sei mit ihm, 2-mal durch. Ja? Aber was passiert, liebe Geschwister, wenn wir jedes Tarawih-Gebet in der Moschee sind, aber wir hören einzig eine wunderschöne Rezitation? Das ist gut. Das ist sehr gut, liebe Geschwister. Das ist sehr gut. Aber vom Verständnis für den Koran haben wir außer einem bewegten Herz vielleicht nicht mehr mitgenommen. Deswegen ist es wichtig, uns über Hilfsmittel wie beispielsweise Übersetzungen oder Koranerläuterungen in unseren jeweiligen Muttersprachen oder an den Sitzungen des Korans teilzunehmen, um eben so zu sein, beziehungsweise in den Fußstapfen derjenigen zu folgen, die vor uns gegangen sind, die uns vorangegangen sind, dass dies ein Monat des Korans wird, auch in puncto Verstehen. Weil auf dem Verstehen, liebe Geschwister, baut dann auch das Praktizieren auf. Und das ist der Kern dieser Religion, liebe Geschwister. Allah Ta'ala, er hat eine bestimmte Stufe vorgesehen,
nur für diejenigen, deren Iman beim Umgang mit dem Koran steigt. Nur für diejenigen gilt diese Stufe. Unter anderem. Allah Ta'ala sagt am Anfang der 8. Sure im 2. Vers: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. Ausschließlich sind die Mu'minin diejenigen, die, wenn Allahs Name erwähnt wird, deren Herzen dabei erbebt. Subhanallah, ist eine Eigenschaft, wo ich sage, wenn ich nicht Kinder kennen würde, hätte ich kein Bild dafür. Wie kann das sein? Man erwähnt Allahs Namen und das Herz erbebt dabei. Wenn wir dieses erste Kriterium uns anhören, liebe Geschwister, fühlen wir uns nicht alle tot? Fühlen wir uns nicht alle ausgeschlossen? Wann war es das letzte Mal, dass, wenn Allah Ta'ala erwähnt wurde, dass unser Herz dabei erbebte? Wann war es überhaupt in unserem Leben der Fall gewesen? Aber ich gebe euch folgendes Bild. Wir alle lieben Kinder. Es gibt keinen unter uns, der nicht Kinder lieben würde. Es ist menschlich. Ja? Derjenige, der keine Kinder liebt, liebe Geschwister, der muss nicht nur an der Vollkommenheit seines Islam zweifeln, der muss auch an seiner Menschlichkeit an sich zweifeln. Der muss an seiner Schöpfung überhaupt zweifeln. Denn Tiere lieben ihre Kinder, subhanallah. Und Tiere kümmern sich um andere Kinder. Manchmal kommt das vor, ja, das sind diese YouTube-Videos, die man manchmal rumschickt, dass, weiß ich nicht, irgendein Eichhörnchen eine Katze stillt und sich um sie kümmert. Wir lieben Kinder. Wenn ihr Kindern beispielsweise das Wort Schokolade sagt, schaut auf ihr Gesicht. Schaut, wie sie, und das ist das Bild, deren Herzen dabei erbeben, wenn Allahs Name genannt wird. Geht es dir so, wie wenn ein Kind, ja, von Spielzeug hört, von Süßigkeiten hört, von Schokolade hört? Wenn nicht, liebe Geschwister, wo sind unsere Herzen? Lasst uns sie wiederbeleben. Erste Hilfemaßnahme durchführen. Die zweite Kategorie war gewesen, oder das zweite Kriterium. Ja, die Gläubigen, die Mu'minun, sind ausschließlich diejenigen, wenn Allahs Name erwähnt wird, deren Herzen dabei erbebt. Und das zweite, wenn seine Zeichen verlesen werden. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ. Ihr Iman steigt. Zadatum imana. Zadatum imana. Und in den letzten Tagen, und wir nehmen eine kleine Auszeit. Das ist wie beispielsweise die Halbzeit im Fußball. Wir sitzen in der Kabine und fragen uns, was haben wir die letzten 45 Minuten gemacht? Und wir müssen uns jetzt fragen, was haben wir die letzten Tage gemacht? Ist unser Iman gestiegen, als wir uns mit dem Koran beschäftigt haben? Und das ist Ziel, liebe Geschwister, dass wir aus dem Platz der Heilung, im Arabischen heißt das Krankenhaus nicht Krankenhaus, sondern Platz der Heilung, Mustashfa. Ja, und die Masajid, die Moscheen von Allah, sind Mustashfayat für die Qulub, sind Krankenhäuser bzw. Heilhäuser für die Herzen. Wir müssen uns fragen, haben unsere Herzen davon profitiert? Von der Beschäftigung mit dem Koran? Und drittens erwähnte Allah Ta'ala diejenigen, die einzig und allein auf ihren Herrn vertrauen. Diese Beziehung brauchen wir zum Koran, liebe Geschwister. Diese Beziehung brauchen wir zum Koran. Ich will euch aus der 57. Sure vortragen. Ist spontan.
ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. Jetzt haben wir den Vers vernommen im Arabischen. Jetzt erzähle ich euch etwas. Dieser Vers, Ibn Mas'ud sagte, dass 4 Jahre vergangen sind vom Islam einiger Prophetengefährten, bis dass dieser Vers einige Muslime tadelte, kritisierte. Das ist ein besonderer Vers im Koran. Und alle Verse sind besonders, aber Allah Ta'ala hat einigen Versen Vorzüge gegeben, die er anderen nicht gegeben hat. Und grundsätzlich ist der gesamte Koran vorzüglich. Fudayl ibn Iyad, ich meine, es war er gewesen, wenn nicht, dann war es ein anderer, weil dieser Vers hat sehr viele Altvorderen berührt. Er war auf dem Weg, Zina zu begehen. Schon verabredet, schon geplant. Und dann hörte er, liebe Geschwister, wie jemand diesen Vers rezitierte. Und dies war der Wendepunkt in seinem Leben. Und dieser Vers war der Wendepunkt von vielen, vielen Prophetengefährten. Beziehungsweise, also nicht Wendepunkt, weil die Prophetengefährten waren auf dem geraden Weg, aber es hat ihnen einen, ja, die Jugendlichen kennen das Wort, einen Boost gegeben, den Booster gegeben. Turbo, ja, mehrere Gänge. Und jetzt fragt ihr euch alle, ja, was bedeutet dieser Vers? Und das gefällt mir, dieses Gefühl. Weil dieses Gefühl sollen wir alle haben, wenn wir hinter dem Imam stehen und genießen. Wir sollen gleichzeitig dieses Gefühl haben, ich muss wissen, was er rezitiert hat. Und dass man danach fragt. Und dass man, wie gesagt, sich der Bedeutung des Korans versucht zu nähern. Nicht nur der Rezitation des Korans zu nähern. Sinngemäß, liebe Geschwister, ist es denn nicht Zeit für diejenigen, die glauben, dass ihre Herzen demütig werden vor Allahs Ermahnung und vor dem, was von der Wahrheit herabgekommen ist. Und dass sie nicht wie diejenigen sind, denen zuvor die Schrift gegeben wurde, es ihnen aber zu lang gedauert hat und so ihre Herzen sich verhärtet haben und viele von ihnen sind Frevler? Ist es denn nicht Zeit für diejenigen, die glauben? Da sind alle Muslime damit gemeint. Keine Kategorie, wie beispielsweise hätte Allah Ta'ala von den Muslimin gesprochen, hätte es vielleicht die Auslegung gegeben, dass es nicht für die Mu'minin bestimmt, sondern der Empfänger dieses Verses sind diejenigen, die den Islam auf einer gewissen Ebene, aber nicht tiefer angenommen haben. Nein, hier sind alle damit gemeint. Jeder, der seinen Iman bekannt hat. Ist es denn nicht Zeit für diejenigen, die glauben, dass ihre Herzen demütig werden vor Allahs Ermahnung und vor dem, was von der Wahrheit herabgekommen ist? Ja, natürlich, oh Allah, die Zeit ist schon längst gekommen für uns. Und gerade im Ramadan, liebe Geschwister, weil Ramadan uns aus der Dunya herausholt, ob wir wollen oder nicht. Keiner kann seinen Alltag normal durchziehen. Wir alle haben unsere Pläne gehabt. Ja, ein bisschen leid tun mir die Brüder, die Kilo für Kilo nach einigen Tagen abnehmen, was sie monatelang aufgebaut haben. Ja. Keine Angst, es kommt alles wieder und es kommt noch gesegneter wieder als zuvor. Kein einziger von uns kann seinen Alltag durchziehen, weil der Ramadan holt uns raus. Alhamdulillah. Wir wären niemals aus der Dunya rausgekommen. Niemals. Allah Ta'ala hat uns rausgeholt. Das ist der Monat, wo wir unsere Säge schärfen. Weil wenn wir planen, wenn wir uns zurückziehen, manchmal, liebe Geschwister, kennt ihr diese Ärgernisse des Alltags, wo man niemanden beschuldigen kann, außer sich selbst? Weil man nicht geplant hat.
Aber du gehst raus, warum guckst du nicht, wann die Bahn kommt? Und dass sie vielleicht ausgefallen ist? Und dass sie vielleicht gar nicht mehr fährt, die nächsten 3-4 Tage? Warum hast du dies und jenes nicht besser geplant? Und am Ende ärgert man sich immer, hätte ich doch damals nur 5 Minuten oder 2 Minuten oder nur 1 Minute dies und jenes gemacht, dann wäre ich jetzt nicht dabei, einen Tag zu verschwenden oder diese und jene Prüfung auf mich aufzunehmen. Und dieser Monat, liebe Geschwister, schärfe deine Säge, damit du viel effektiver und effizienter arbeiten kannst. Viel effektiver und effizienter arbeiten kannst, auch ein ganz anderes Gefühl hast. Ja? Weil wenn du das in 5 Minuten erledigt hast, fühlst du dich anders, als wenn du 2 Stunden daran arbeitest. Und du siehst, die anderen Menschen vorankommen, vorankommen, vorankommen. Ja, deswegen, weil sie in der Planung besser sind. Habt ihr euch schon mal gefragt? Ich meine, es ist schon unsinnig und Wahnsinn, dass Fußballer so viel Geld bekommen oder Basketballer so viel Geld bekommen. Aber ist es nicht auch interessant, wie viel Millionen Trainer bekommen? Und wie bekannt sie auf einmal werden? Ja, Klopp und Guardiola, das sind doch, jeder kennt sie, auch wenn man nichts mit Fußball zu tun hat. Und was ist ihre besondere Gabe, liebe Geschwister? Sie sind diejenigen, die die Segen schärfen. Mehr machen sie nicht. Sie sind die Strategen. Sie sind diejenigen, die dann die Aufbauarbeit leisten, die Planungsarbeit leisten, die ansonsten diese Weltstars, die ihr Leben lang nichts gemacht haben, außer Fußball spielen, oder vor allem, das hätten die auf dem Platz nicht hinbekommen. Und am Ende beschwert man sich beim Trainer, nicht bei den Fußballstars. Warum? Oder zum Teil beim Trainer. Weil er der Verantwortliche dafür war, die Säge zu schärfen. Lass uns Allah Ta'ala an dieser Stelle um Vergebung bitten. Er ist der Einzige, der Allereinzige, der uns zu vergeben vermag. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا عبده ورسوله. Liebe Geschwister, das, was die Säge schärft, wir widmen uns jetzt nicht der Säge als Werkzeug, sondern dem Werkzeug, was die Säge schärft. Und ich meine, das effektivste Werkzeug entdeckt zu haben, dass Allah Ta'ala mir dies innerlich eröffnet hat, was diese Säge schärft. Allah weiß es am besten. Ich lasse mich gerne korrigieren. Aber auf jeden Fall ist dies unter den Top so und so viel in Sachen Segenschärfung. Es ist das Zurückziehen in die Moschee. Das Zurückziehen in die Moschee. Kennen wir das? In den letzten 10 Nächten vom Ramadan übernachten wir in der Moschee. Wenn wir nicht die letzten 10 können, dann die ungeraden Nächte davon. Und wenn wir nicht die ungeraden Nächte davon können, dann natürlich die 27. Nacht. Ja? Kennen wir. Wisst ihr, was falsch an diesem Denken ist? Unter anderem, wir haben eine Tat, die Allah Ta'ala für das gesamte Jahr, tags und nachts, ohne zeitliche Begrenzung vorgesehen hat, also Allah Ta'ala hat diese Tat vorgesehen, ohne zeitliche Eingrenzung. Das kann man jeden Tag machen. Im Ramadan, im Shawwal, im Dhul-Hijjah. Das kann man morgens machen, abends machen, mittags machen. Das kann man für 5 Minuten machen. Das kann man für ein paar Sekunden machen. Das kann man für einen Tag und eine Nacht oder eine Nacht und so weiter machen. Wir Muslime, was haben wir gemacht? Wir haben es, etwas, was Allah Ta'ala weit und offen gelassen hat, wir haben es eingeengt. Das ist ein Fehler. Von den Altvorderen wird authentisch überliefert. Sie kamen manchmal in die Moschee und haben gesagt, also haben nicht gesagt, sie haben die Niyya gefasst, die Absicht gefasst, oh Allah, ich ziehe mich jetzt für einige Momente zurück. Und das ist ein sehr wichtiger Bestandteil, liebe Geschwister, vom Ramadan. So wichtig, liebe Geschwister, dass Allah Ta'ala es in der Passage, in der Koran-Passage, mit erwähnt hat. Und wisst ihr wo? Beim Abschluss gegen Ende. Das ist interessant.
Ja? Diese Koranpassage schließt mit diesem Thema. Schließt mit diesem Thema. Und wir sollen auch den Ramadan mit dem Zurückziehen in die Moschee abschließen. Aber ansonsten, wie gesagt, sollen wir das auch praktizieren. وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ. Und kommt euren Frauen intim nicht nahe. Ja, kann sich handschütteln und so, ja, man ist ja verheiratet. Intim soll man ihr nicht nahe kommen, während ihr euch in den Moscheen zurückgezogen habt. Manchmal ist es so, die Menschen haben verschiedene Wege, uns zu motivieren oder wo wir motivierbar sind. Ja, deswegen, Allah Ta'ala spricht im Koran über die Hölle, Allah Ta'ala spricht im Koran über das Paradies, Allah Ta'ala spricht im Koran über seine Zufriedenheit. Und jeder Lehrer wird es wissen. Manche Schüler, sie sind nur deswegen gut, weil sie Lob von den Eltern und von den Lehrern erwarten. Und wenn sie es dann bekommen, das ist ihre Genugtuung. Denen geht es gar nicht um die Sache an sich oder um die Note. Und manche, die lieben am Ende des Schuljahres, den Notendurchschnitt auszurechnen. Subhanallah. Yaman Tatari und Muhammad Tayyar, beide aus Dreieich, der eine aus dem Abendgymnasium, die andere aus einer gewöhnlichen Oberstufe, haben beide das beste Abitur vom gesamten Jahrgang. Habe ich mitbekommen, subhanallah. Subhanallah. Das ist stark, liebe Geschwister. Gut, einige rechnen gerne ihren Notendurchschnitt aus. Mohammed Tayyad hat keine Schwierigkeiten gehabt, weil er hat in seinem Zeugnis 1, 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 1. Was ist dann der Notendurchschnitt? Subhanallah. Wisst ihr, wie er das gemacht hat? Der Bruder ist Taxi gefahren. Hat Familie versorgt hier und in Palästina. Und hat seine Zeit genutzt. Anders als die anderen Taxifahrer. Immer Radio. Ja, Koran ist gut, Alhamdulillah. Ja, aber immer Radio. Gut, Nachrichten ist auch noch in Ordnung. Aber dieses, ja, was sowieso haram ist, ist falsch. Aber im Taxi hat er gelesen, 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 studiert, 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 studiert. Und jetzt redet er anders, als ich ihn kennengelernt habe. Vor 8, 9 Jahren. Das ist ganz anders jetzt. Mashallah. Und manche Schüler wird man nur bewegen können, wenn man sagt, du bleibst sitzen. Oh! Aber ansonsten nichts motiviert sie. Ich will euch jetzt eine Motivation geben, liebe Geschwister. Das richtige, wahrhaftige Zurückziehen in die, also in der Moschee, aber das Zurückziehen von der Welt und die Hingabe zu Allah Ta'ala, von wem wir dies lernen. Wir können eine wichtige Lektion von den Mushrikun lernen. Von denjenigen, die nicht Allah Ta'ala einzig und allein anbeten. Die haben uns etwas vorgemacht, dem wir mindestens nachkommen müssen, was wir mindestens überbieten müssen. Haben wir nicht gerade eben vorgetragen? Und nähert euch nicht euren Frauen auf intime Art und Weise, während ihr euch in den Moscheen zurückgezogen habt? Wa antum akifun. Wisst ihr, wo dieses Wort akifun nochmal vorkommt im Koran? In Bezug auf die Mushrikun. Oh, wie? Die sind auch akifun? Wir sind akifun und die sind akifun? Was bedeutet akif überhaupt? Allah Ta'ala auf der Zunge von Ibrahim alayhi salam der die Götzendiener damals angesprochen hat. Er sagte, Ma hadihi at-tamathilu ma hadihi at-tamathilu allati antum laha akifun. Was sind das für Statuen, denen ihr gegenüber akifun seid? Die Mushrikun damals haben etwas gemacht diesen Statuen gegenüber. Sie haben sich ihnen gegenüber hingegeben. Und Bezug auf den Samiri, was wir im Koran lesen können, ist in der 20. Sure der 9 und der 97. Vers, will ich euch nicht vorenthalten, habe ich leider nicht auswendig gelernt. وَانْظُرْ إِلَىٰ إِلَٰهِكَ الَّذِي ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا. Also derjenige, der dafür verantwortlich war, dass das Kalb,
dann später von den Bani Israel, also von einem Teil von ihnen, angebetet wurde. Er wurde angesprochen. Und schau auf deinen Gott, dessen Andacht du dich dauernd hingegeben hast. Die Hingabe wird hier erwähnt. Subhanallah. Und wenn wir uns jetzt nun im Ramadan, liebe Geschwister, zurückziehen in den Moscheen und dann kommt unser Nachbar. Und dann kommt der eine Bruder, den wir nur im Ramadan sehen. Und dann noch der und der und der. Und dann Kayfal Ahwal, Kayfal Ra'ila, Kayfal Amal, Anta Amal E. Ja? Und dann, Subhanallah, ist das ein Zurückziehen? Nein, wenn wir uns in die Moschee begeben, und das können wir jetzt machen, nach der Khutbah, dann setzen wir uns irgendwo ganz vorne hin oder am Rand hin und unsere Körperhaltung zeigt, geh mir aus dem Weg. Ich bin jetzt nur hier, um mich zurückzuziehen, wie wir aus dem einen Vers gelernt haben, und mich deswegen Allah Ta'ala hinzugeben. Hingeben zu können. Weil wenn du dich nicht zurückziehst, liebe Geschwister, wirst du dich auch nicht Allah Ta'ala hingeben können. Ein weiterer Vers, und ich meine, das sind die Verse, die dieses Wort, Al-I'tikaf, behandeln, ist in der zweiten Sure der 125. Vers. Und wieder ist es Ibrahim alayhi salam, der thematisiert wird mit seinem Sohn Ismail alayhi salam. وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين وركع السجود. Und wir verpflichteten Ibrahim und Ismail, reinigt mein Haus für diejenigen, die den Umlauf vollziehen, Tawaf machen, und die sich dort zur Andacht zurückziehen, Akifin sind, und die beten. Tawaf können wir hier nicht machen. Die Säule hat Allah Ta'ala nicht ausgesucht dafür. Aber danach erwähnt Allah Ta'ala den Rückzug und dann das Gebet. Und logisch ist ja auch, wenn man sich nicht von der Dunya zurückzieht, was hat man dann vom Gebet? Und das, liebe Geschwister, brauchen wir. Um unsere Säge zu schärfen, müssen wir die Dunya anhalten, müssen wir uns mehr dem Koran widmen, auf einer Herzensebene, auf einer praktischen Ebene, und wir müssen uns in den Moscheen zurückziehen. Wirklich zurückziehen. Dann können wir dort den Koran lesen, wir können dort die ungefähre Bedeutung lesen, wir können nichts lesen und einfach nur Allah Ta'ala um Vergebung bitten, wir können beten, ja. Wir können unsere innere Säge schärfen, wir können diese Schublade aufmachen. Ah, Thema Heirat, dem laufe ich irgendwie, ich laufe diesem Thema weg. Ich gehe dem aus dem Weg. Ah, meine Schulden. Ah, Schule, ich habe ein Problem mit mir, ich bin faul. Oder ja, oder Sünden, die wir uns angewöhnt haben sogar, Subhanallah, die nicht einfach mal so passieren, sondern unsere Gewohnheiten. Könnt ihr euch vorstellen, dass wir den Monat Ramadan beten und fasten und am Ende haben wir nicht daran gearbeitet, dass wir beispielsweise unsere Drogensucht wegbekommen oder andere Süchte wegbekommen oder dass wir aus der Sinna rausgekommen sind? Sind das nicht diejenigen, die der Prophet warnte, sallallahu alaihi wasallam, mit seinen Worten, dass es manche Menschen gibt, die vom Fasten nichts haben außer Hunger und Durst? Und manche Menschen gibt, die vom Gebet nichts haben außer Schlaflosigkeit? Und sind das nicht diejenigen, die auch gewarnt worden sind vom Propheten Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, dass derjenige, der sich nicht vom schlechten Wort und von der schlechten Tat zurückhält, dass von dem Allah Ta'ala auch nicht verlangt, dass er sich vom Essen und Trinken zurückhält? Natürlich. Die sind alle gewarnt, jeder einzelne von uns, dass wir nicht so rauskommen aus dem Ramadan, wie wir hineingekommen sind. Gerade auch hier, da jeder einzelne von uns ein Botschafter des Islams ist, ob er will oder nicht will. Sogar derjenige, ja, der so ein bisschen orientalisch aussieht und gar nicht an Allah glaubt, sogar der ist, ob er will oder nicht, ein Botschafter des Islams in der Gesellschaft. Ah, du bist doch Moslem, oder? Warum haben die dies und jenes gemacht? Aber Alhamdulillah, viele werden so Muslime, ja? Alhamdulillah. Allah ist weise und es ist wahr, dass seine Wege manchmal unergründlich sind, liebe Geschwister. Aber das ist es, wir müssen rauskommen als Schmetterlinge. Ja, was ist denn mit ihm passiert? Ja, was ist mit ihm passiert? Er hat die Schublade aufgemacht, diese dreckige Schublade aufgemacht und sie sauber gemacht. Ein besserer Mensch ist er geworden. Wodurch? Ramadan.
Säge schärfen. Ja Allah, ja Mujib, ja Rahman, ja Rahim, ja Afu. Wir bitten dich mit all deinen Namen, die wir kennenlernen dürfen, weil du uns sie offenbart hast. Die wir erst kennenlernen werden, inshallah, wenn wir dir begegnen dürfen. Amin. Wir bitten dich um deine Vergebung. Wir bitten dich um deine Rechtleitung. Wir bitten dich darum, dass wir unsere Pflichten erfüllen, dass wir unsere 5 Gebete in der richtigen Zeit verrichten, oh Allah. Dass wir die Gebote einhalten, oh Allah. Dass wir sie versuchen einzuhalten, oh Allah. Und dass da, wo wir sie nicht einhalten, aufgrund unserer Schwäche und weil wir deine Rechtleitung nicht annehmen, dass wir um Vergebung bitten und danach streben, oh Allah, aufrichtige Diener zu sein. Allahumma amin. Oh Allah, wir bitten dich darum, bitte vergib auch unseren Eltern und unseren Geschwistern im Glauben und bitte befreie uns aus dieser misslichen Lage, in der wir uns selbst hineinbegeben haben. Bitte schenke uns Selbstbestimmung, oh Allah, auf dass wir dir allein dienen und dein Wort umsetzen dürfen, oh Allah. Bitte heile die Kranken. Bitte helfe den Verzweifelten. Schenke ihnen Trost. Bitte schenke den Bekriegten und den Gefolterten und den Vertriebenen Sicherheit und Heimat, oh Allah. Und Stabilität, oh Allah, auf dass wir dir allein dienen dürfen. Oh Allah, bitte gib uns all das, was der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam von dir erbeten hat. Und bitte schenke uns Zuflucht vor all dem, wovor auch der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam bei dir um Schutz und um Zuflucht gebeten hat. Und wir wissen, dass dieses Bittgebet genügt. Und wir könnten aufhören und sagen, Amin, Amin, Amin. Aber das Bittgebet ist ein Gottesdienst und der Kern des Gottesdienstes. Deswegen werden wir dich immer, immer weiter bitten. Oh Allah, für all die Bittgebete, die wir an dich gerichtet haben, die du bisher noch nicht oberflächlich erfüllt hast, oh Allah, wir wissen, dass du sie erfüllt hast, weil du hast dich selbst im Koran Al-Mujib genannt. Du hast dadurch Schaden zurückgehalten, oh Allah. Und du hast dadurch Dinge für uns im Jenseits zurückgehalten, oh Allah. Und du hast uns dazu gebracht, dass wir dich noch weiterhin um diese Dinge bitten, um die Erfüllung dieser Bittgebete bitten, oh Allah. Bitte erfülle unsere Bittgebete, bitte schenke uns besondere Zeichen, da unsere Herzen so schwach sind, oh Allah. Und bitte lass uns die vorhandenen Zeichen sehen. Hebe die Schleier aus unseren Herzen, von unseren Herzen, oh Allah. Und lasse uns deine Diener sein, die Diener, für die die Engel auch Bittgebete sprechen, oh Allah, die Diener, die aus der Hand des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam am Tage des Gerichts trinken werden dürfen, um danach nie wieder durstig zu sein. Lass uns die Brücke, die über die Hölle gespannt ist, oh Allah, wie ein Blitz überqueren und lass uns nicht am Tage des Gerichts stehen müssen, oh Allah, sondern schenke uns den direkten Eingang in das Paradies. Lass uns mit den Propheten und mit den Wahrhaftigen, mit den Märtyrern und mit den Gutestuenden zusammen sein im Paradies, oh Allah, und dort Nachbarschaft haben, wo wir hier vielleicht aufgrund unserer Beschäftigung in der Dunya uns einander weniger sehen. Lass uns all die geehrten Personen wie Abu Bakr und Omar und sowieso alle Propheten an erster Stelle im Paradies sehen dürfen und dass wir sie besuchen dürfen, dass sie uns besuchen, oh Allah. Denn unsere Liebe zu diesen Personen, oh Allah, ist wahrlich groß und wir wollen in ihren Fußstapfen folgen, oh Allah. Und wir wollen sie sehen und wir wollen sie umarmen dürfen und wir wollen ihre Hand küssen dürfen, oh Allah, bitte schenk uns die Erfüllung dieser Sehnsucht und die noch viel größere Sehnsucht, über die keine Sehnsucht hinausgeht. Oh Allah, wir wollen dich sehen. Oh Allah, du bist unser Schöpfer. Du hast uns erschaffen. Du hast uns geprüft und du hast uns aus diesen Prüfungen immer herausgeholfen und du hast uns immer das Nötige dazu gegeben, aus diesen Prüfungen herauszukommen. Und du hast uns so viele wundervolle Gaben gegeben, die wir nicht aufzählen können, oh Allah. Und deren Nutzen wir nicht erfassen können, oh Allah. Und wenn wir dich nicht sehen dürfen, oh Allah, dann war dieses Leben nur eine Strafe gewesen, oh Allah, die wir auch verdient haben. Aber wir bitten dich darum, oh Allah, bitte lass uns dich sehen dürfen, lass uns dich sehen dürfen, lass uns dich sehen dürfen. Und mache dies zu unserem glücklichsten Tag in unserem Leben, oh Allah. Und lass uns mit dir immer verbunden sein im Paradies. Und vor dem Tag des Gerichts, oh Allah, in unseren Bittgebeten dir gegenüber, in unseren gottesdienstlichen Handlungen dir gegenüber, Allah, und im Gedenken dir gegenüber. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Liebe Geschwister, ihr wisst, diese Moschee sind wir und wir haben die laufenden Kosten zu tragen und wir haben noch mehr Kosten im Ramadan zu tragen. Im letzten Jahr, liebe Geschwister, waren es mehrere Dutzend, die ihr Fasten gebrochen haben, von denen der Prophet gesagt hat, sallallahu alaihi wasallam, dass derjenige, der dafür sorgt, dass sein Fasten bricht, der bekommt die Belohnung vom ganzen Tag, was diese Person, die fastende Person, gewirkt hat. In diesem Jahr, liebe Geschwister, manchmal sind über 100, 150 Leute zum Iftar da. Und auch viele von unseren Geschwistern, die als Flüchtlinge hergekommen sind. Ja? Und da wollen wir auch nicht immer sparsam sein müssen mit dem Fleisch und ja,
Ihr wisst, wie das so ist, dass man dann mehr Beilagen gibt als Fleisch. Bitte, nehmt euch die Worte vom Propheten Mohammed sallallahu alaihi wasallam zum Herzen, dass wer einem Fastenden sein Fastenbrechen ermöglicht, dieselbe Belohnung bekommt wie derjenige, der gefastet hat. Das, liebe Geschwister, ist Geschäfte machen im Islam. Das sind die wahren Händler. Deswegen meldet euch, liebe Geschwister, bei den Verantwortlichen, die ehrenamtlich hier dafür sorgen, dass wir eine Gemeinde haben, und spendet für das Fastenbrechen derjenigen dann, die hierher kommen und die auch dieses Gemeindegefühl erleben wollen. Und sowieso nehmt euch auch die Zeit, dass ihr wenigstens einige Male in der Moschee euer Fasten gebrochen habt, unabhängig davon, wo und welche Moschee dies ist. Auf das inshallah die laufenden Kosten getragen werden können, die, wie gesagt, im Ramadan viel, viel höher sind als außerhalb des Ramadans, allein wegen der Speisung der Bedürftigen.